Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Ich verrate euch immer noch nicht, was für Tiere wir uns gekauft haben. Ich zeige es euch noch. Also bleibt dran. Also, wir sind jetzt noch mal auf der Koppel. Es ist recht spät. Wir haben noch mal Feuerlehr gemacht. Andere Kollege, der sehe ich da hinten gerade. Der Kamera, also ich sehe es auf meinem Bildschirm echt schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr es ein wenig besser seht. Ich mache euch mal ein wenig Licht. Wir haben jetzt schnell mal die dritte Litze durchgemacht. Komplett ringsrum. Ja, ist zu dunkel für die Kamera. Ne? Die ist für einen Wolf. Wolfabwehr. Die setzen wir auch zusätzlich unter Strom. Da am Baum, wie ich es im letzten Vlog schon gesagt hatte, haben wir jetzt einen neuen Neigeklopf gehabt. Einen neueren, besseren, der hält jetzt auch. Der da unten hat noch gehalten, der ist gut. Ja. Haben wir recht schön gemacht. Da vorne am Turm muss ich eben noch bauen. Da haben wir jetzt heute nicht mehr weitergemacht. Ich mache heute da auch nicht mehr weiter. Es ist einfach zu spät. Ja, wir machen jetzt schon Feierabend. Trinke saubere Bierle. Und dann die nächsten paar Tage den Wagen holen. Mach doch mal aus der Hände. Die nächsten paar Tage holen wir den Wagen und dann kommen auch zeitnah die Viecher, die Vierbeiner. Seid auf jeden Fall gespannt und nicht vorspulen. Verpasst das Beste. Und das war's auch schon mit den Gubbern. Es ist nicht viel. Für ein paar Kartoffeln langt. Da vorne das Vorgewende muss ich nochmal machen. Aber sonst, ich wollte es eigentlich mit dem Deutz machen. Jetzt hat sich das allerdings geändert, denn der Opa braucht den Deutz jetzt an der Säche. Ja. Ich habe einen Fendler genommen. Hat auch wunderbar funktioniert. War vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Der Boden ist feucht. Man merkt es. Ja, das war noch nicht der Schaden angefangen, weil es Eigengewicht hat. Aber der Deutz wäre wahrscheinlich an die Grenze gekommen. Das Licht sauber da. Es ist aufgerissen. Jetzt in 4 bis 6 Wochen kommen die Kartoffeln rein. Da muss ich dann vorher wahrscheinlich auch noch mal durchfahren. Mal mir mal angucken, je nachdem wie das Wetter bleibt. Weiß nicht, ob ich den schon mal vorgestellt habe. Kleinen Federzinkenkobber. An sich nicht schlecht. Ja, schön mit Krümelwalze hinten. Mein Opa hatte den allerdings optimiert gehabt. Der hat hier Rohre hin, die kann man einmal nach hinten umklappen. Da hat er hier noch Halter hingeschweißt. Mit dem Einhängersystem. Dass du Eichefelder noch mal hinten dran setzen kannst. 2 Stück. Ich habe es bislang noch nicht gebraucht, aber es wird der Tag kommen, wo ich es brauchen werde. Da bin ich mal gespannt, wie das dann ausschaut. Wird auf jeden Fall. Ich fahre jetzt noch mal nach Frankenbrunn hoch, denn da wollten wir auch ein Stück aufreißen und nachsehen. Nehme ich euch aber nicht mit, ist ja gleich erledigt. Ja, gestern den Unterstand noch schnell geholt mit dem LKW. An sich war es so verkehrt. Für das Geld, was wir bezahlt haben, lange die Tür hat mein Kumpel jetzt neue Streben rein. Das Dach müssen wir mal machen. Noch ist dicht, aber das ist gerade halt immer gemacht. Und nächste Winter auf jeden Fall außerdem noch einmal, dass die Löcher zu sind. Aber es langt für ohne. Vierbeinerlich erst einmal. Futter rauf ist drin. Das geht mir schon. Wegen ausrichten müssen wir noch. Weil da steht noch nicht so gut. Aber das machen wir nächste Woche auch noch. Heute ist ja Sonntag, da dürfen wir nicht so viel machen. Ihr wisst, wie es ist. Sonntag. Ja,
Mich stört es nicht, aber andere Leute. Aber sonst an sich eine gute Woche. Wie gesagt, wenn man sich jetzt eben noch ein wenig ausrichtet, also ein wenig gerade steht, also die rechte Seite muss noch ein wenig auf. Oder wie das Video sieht man es wahrscheinlich gar nicht so euch, ne? Aber wenn gerade soll er stehen. Das kriegen wir schon. Ja, dann sind wir soweit ziemlich fertig. Der Pfeich kommt jetzt noch, nächste Woche, also morgen. Dann machen wir das nächste Woche auch noch und dann kommen auch zeitnah gleich schon die Tierchen. Seid auch ganz heiß. Ja, da wieder zu, nicht, dass es noch neu rennt, ne? Prozentig die Rampe davor haben wir auch noch gekriegt. Die ist auch dabei. Also lang das mal. Für die Zukunft können wir uns dann ja mal anderweitig umgucken. Schrauber noch mitnehmen. Ja, da können wir uns ja dann in Zukunft, wenn es mehr werden oder noch zusätzlich andere Tiere kommen, noch einen anderen Unterstand zusammenbauen. Aber jetzt haben wir wenigstens mal einen und der war umsonst. Also. Passt schon. Und moin an dem wunderschönen verregneten Karfreitag. Wir waren gestern Abend noch auf Tour. Wir haben die Vierbeinerlich geholt. Gestern Abend war es zu dunkel, da wollte ich es euch nicht mehr zeigen. Ihr hättet eh nichts gesehen. Aber jetzt könnt ihr mal gucken, was es geworden ist. Ja, wir haben uns drei geistlich gekauft. Das erste Mal jetzt, dass wir sie da rauslassen. Gestern Abend haben wir sie bloß in den Hänger eingesperrt. Jetzt können sie mal gucken, wo sie da gelandet sind. Ja, jetzt draußen sich langsam raus. Fräse faced. Gucken, wo sie sind. Die fühlen sich pudelwohl. Am Zaun ist noch keiner hingekommen. Die wissen anscheinend schon Bescheid. Was aber blöd. Ja, seit einer Stunde sind wir da. Das ist noch nichts passiert. Zaun sind sie gewöhnt, Pfeil sind sie gewöhnt. Fressen uns auch. Es passt alles. Mal auf jeden Fall jetzt Schluss. Ich will das Video heute noch hochladen für euch, dass ihr an Ostern noch ein bisschen was zu gucken habt. Danke fürs Zusehen. Schaut beim nächsten Mal wieder mit rein. Bis dann. Servus.